Liebe Freundinnen, heute, vor genau 8 Jahren, stürzte in Bangladesch die 8-stöckige Textilfabrik Rana Plaza ein. Sie begrub tausende Menschen unter sich. Die Folgen? Mehr als 1.000 Tote, 2.000 Verletzte, Existenznöte für abertausende Familien. Politische Konsequenzen? Bis heute Fehlanzeige. Statt einem radikalen Umdenken in der Textilbranche nähen auch heute Tausende von Menschen in Bangladesch, aber auch in Osteuropa für einen Armutslohn unsere Hosen. Und die Textilindustrie hat nicht nur ein Problem mit der Einhaltung von Menschen- und Arbeitsrechten, sondern auch mit Nachhaltigkeit. Schon 1972 warnte der Club of Rome vor den Folgen der Umweltverschmutzung, des ständigen Wachstums der Industrie und des Verbrauchs an Rohstoffen. Fast ein Vierteljahrhundert, bevor ich überhaupt geboren wurde. Ich habe mich schon früh gesellschaftlich und irgendwie politisch engagiert, in der evangelischen Jugendarbeit mitgearbeitet oder um die Finanzierung unserer Musikschule und unserer Sportplätze in meiner Heimatstadt gekämpft. Aber die Auseinandersetzung mit den Geschehnissen rund um Rana Plaza hat mich noch einmal ganz anders politisiert und den Fokus meines Engagements auf die globale Ebene verschoben, sodass ich heute auf der Straße und am Laptop für Klimagerechtigkeit, für Feminismus und Menschenrechte kämpfe. Und gerade der Kampf ums Klima vereint so viele Menschen. Denn wir sehen der Krise heute ins Gesicht. Die Klimakrise ist kein Zukunftsmonster mehr, sondern schon heute bittere Realität. Riesige Waldbrände, Wetterextreme und das Artensterben. Es reicht nicht, wenn wir alle Mehrwegbecher für unseren Kaffee benutzen oder auf recyceltem Papier drucken. Die Art, wie wir in unserer Gesellschaft miteinander leben, Politik betreiben und wirtschaften, muss sich grundlegend ändern. Und wie wir miteinander leben, wird maßgeblich durch unser Wirtschaften beeinflusst. Momentan führt das zu absolut unverhältnismäßigen Vermögensanhäufungen auf der einen und Armut auf der anderen Seite. Es führt zur Ausbeutung des globalen Südens, zur Unterdrückung von Frauen, zu maroden Gesundheitssystemen und eben zu der Zerstörung unserer Umwelt. Wir müssen weg von einem Kapitalismus, der sich mehr um Profite als um Menschen schert, hin zu einem Wirtschaftssystem, das sich an sozialer und globaler Gerechtigkeit, an planetaren Grenzen und dem 1,5-Grad-Ziel orientiert. Damit einher geht die Abkehr von Wirtschaftswachstum um jeden Preis. Statt einer Leistungsgesellschaft nachzurennen, die auf vermeintlicher Chancengleichheit beruht, müssen wir anerkennen, dass die Lohnlücke zwischen den Geschlechtern immer noch existiert, dass Frauen immer noch den Großteil der Sorgearbeit machen und überproportional in der Niedriglohnbranche engagiert sind. Sorgearbeit ist Arbeit und eine 30-Stunden-Woche bei vollem Lohnausgleich mehr als eine Utopie. Und ob Unternehmen sich an Menschenrechte und an Arbeitsnormen halten oder diese mit den Füßen treten, ob Umweltschutz geachtet wird oder man an den Farben der Flüsse die Farben der Saison erkennt, das sollte nicht nur in der Verantwortung von KonsumentInnen liegen. Nicht zuletzt Rana Plaza hat uns gezeigt, dass wir ein Lieferkettengesetz brauchen. Und zwar eins, das auch auf indirekte Zulieferer Anwendung findet, eine zivilrechtliche Haftung beinhaltet und nicht nur für große Konzerne gilt. Der Kampf für Menschenrechte, für Frauenrechte, ist nicht nur in der Wirtschaftspolitik relevant, sondern noch mehr in der Außenpolitik. Und eine starke Außenpolitik ist feministisch, um neokoloniale und patriarchale Strukturen zu durchbrechen, um globale Gerechtigkeit und eine internationale Gemeinschaft auf Augenhöhe zu erreichen, müssen wir Sicherheit menschlich denken
und aus der Perspektive der Verletzlichsten unserer Gesellschaften, nicht nur militärisch. Dabei geht es um Ressourcen, um Repräsentation und um Rechte. Ich setze mich für Friedensverhandlungen ein, bei denen nicht nur Frauen gleichberechtigt am Tisch sitzen, sondern auch Frauen of Color, queere Menschen, Indigene. Für eine enge Zusammenarbeit mit feministischen AkteurInnen der Zivilgesellschaft, für ihre nachhaltige politische und finanzielle Unterstützung. Ich kämpfe dafür, dass Menschenrechte tatsächlich für alle gelten. Konkret bedeutet das beispielsweise, den Anti-Flüchtlings-Deal mit der Türkei endlich zu beenden. Für uns muss klar sein, Deals wie Irini machen wir nicht mit. Statt immer wieder Missionen zu verlängern, die Flüchtende im Mittelmeer ertrinken lassen, stehen wir ein für eine humane und vorausschauende Geflüchtetenpolitik. Denn die Klimakrise führt dazu, dass schon heute Tausende von Menschen fliehen müssen. Anstatt für Klimaziele in weiter Ferne, kämpfen wir für Klimagerechtigkeit heute. Her mit dem Klimapass und einer Außenpolitik, die sich konsequent an Menschenrechten und dem 1,5-Grad-Ziel orientiert. Und noch einmal ganz kurz zurück zum Feminismus. Heute sitzen im Deutschen Bundestag 31,4% Frauen. Und in unserer Bündnisgrünen-Fraktion ist nicht eine Person jünger als 35. Auch um das zu ändern, trete ich an. Die Politik von heute gestaltet meine Welt von morgen. Ich will als junge Frau mit euch und für euch für eine Politik kämpfen, die ein tatsächliches Abbild unserer Gesellschaft ist. Und für mich ist jetzt der Zeitpunkt gekommen, bitte zum Schluss, mehr Verantwortung zu übernehmen. Ich möchte als Dresdner Kandidatin und Votenträgerin der Grünen Jugend meine Perspektive, meine Erfahrung im Parlament einbringen, um echte Veränderungen zu bewirken. Ich kämpfe für eine lebenswerte Zukunft, zum Schluss kommen, in der jeder und jede Gerechtigkeit und Freiheit erfährt. Und damit bewerbe ich mich für die Landesliste der Bündnisgrünen in Sachsen und bitte um eure Unterstützung.